Fabian Habel hier für GNP1 TV bei Integra FC Nummer 7. Neben mir Wladimir Holodenko, der gerade das Finale im Grand Prix bis 77 Kilogramm bestritten hat. Wladimir, das war ja schon dein zweiter Fight. Heute fangen wir erstmal im Halbfinale an. Da hast du ja deinen Kontrahenten durch einstimmigen Punktentscheid bezwingen können. Welche Erinnerungen hast du denn noch an diesen Kampf? Ja, der Kampf war gut, auch für mich. Ich konnte ihn gut dominieren. Ich konnte viel schlagen. Er hat einen Takedown versucht, dem nicht gelungen ist. Und dann konnte ich eine ganze Runde meine Position oben halten und geschlagen. Und in der dritten Runde dasselbe. Und dann kurz vor Pause, als ich gehört habe, dass noch eine Minute ist, dann brauche ich auch nichts riskieren. Und somit war alles okay. Vor allem wusste ich, dass ich noch ins Finale komme. Und verletzen wollte ich mich nicht durch irgendwas. Deswegen kam es da auch nicht zum Submission. Im Finale lief es dann ja weniger gut für dich. Ja. Du wurdest Opfer eines Triangle Chokes. Du warst sehr lange in dem Choke. Erzähl uns mal, wie hast du dich gefühlt? War sofort drin und du hast dagegen angekämpft? Oder hattest du am Anfang noch das Gefühl, dich befreien zu können? Ja, der war nicht sofort drin. Er hat zuerst aus der Side Control einen Kimura versucht, was ich auch mit meinem Trainer oft mache, was er auch an mir macht. Und daher wusste ich, dass er eigentlich meinen Rücken wollte. Das würde er, denke ich, auch sagen. Und bin natürlich auf die Knie und dann kam der eben überraschend, die Triangle. Die war nicht leicht drin und deswegen konnte ich die auch noch relativ lange halten. Und den Arm hatte er auch nicht. Nun durch die Hammerfist, die ich verpassen konnte, wollte ich dann rausziehen, habe meinen Hals rausgezogen und dadurch wurde die enger. Und das war sozusagen der letzte Stoß für mich, eben weil er die Chance gut ausgenutzt hat. Starker Kämpfer, gut gemacht, also Gratulation. Warst du überrascht von seinem Niveau am Boden? Nee. Oder konntest du nach dem ersten Kampf von ihm schon absehen, dass er dort eben seine Stärken hat? Also ich habe mit ihm geredet, er meint, er hat schon über 40 Kämpfe ungefähr. Ist eigentlich nichts Wildes, ist ja auch nur eine Zahl. Und dass er durch Armbar gewonnen hat, ist auch nicht schlimm. Ich habe auch schon einige Kämpfe durch Submission gewonnen und deswegen war nicht schlimm. Also ich habe mich da auch auf den Sieg konzentriert und ja, also war ich jetzt nicht überrascht von seinen Fähigkeiten. Er war ein Tick schneller, vielleicht ein Tick aggressiver als ich, aber dass er jetzt um Welten besser war, glaube ich nicht. Ja, nach deiner Leistung heute wollen wir natürlich wissen, wie es jetzt mit dir weitergeht. Hast du schon Pläne, vielleicht auch in Bezug auf das Profigeschäft, dass du dort Kämpfe bestreitest? Wie geht es mit dir weiter? Also es war jetzt erst mein 12. MMA-Kampf und noch ein paar brauche ich, dann werde ich auch vielleicht zu Profi wechseln, wenn die Zeit reif ist. Aber erstmal kämpfen wir dieses Jahr Amateur. Und wenn meine zwei Trainer sagen, ich bin bereit für Profi, dann machen wir das auch. Okay, super. Dann danke dir für das Interview und das letzte Wort gehört wie immer dir. Ich wollte mich bedanken bei allen, die da waren, bei Daniel, bei Dustin, bei meinem Bruder, bei Felix, der im Hintergrund steht, bei meinen Trainingspartnern, die alle dabei waren, die mit mir trainiert haben. Ich habe heute noch bei ihm Gewicht gemacht, er ist extra um 6 aufgestanden. Also danke an meine Mutter, meine Freundin und auch an meinen Opa, der will, dass ich sage. Grüße an meinen Opa und ja, sonst außer die Jungs wollen noch was sagen, dann war es das von mir. Habt ihr vielleicht noch eine Einschätzung, warum nach einem sehr guten Halbfinale es heute nicht zum Sieg gereicht hat? Ja, also es ist MMA, das ist Sport, kann immer alles passieren. Letztendlich war es im Stand so, dass es ziemlich ausgeglichen war. Wova hat immer wieder probiert, hat ein bisschen zu wenig Aggression gezeigt, hat dann einen Takedown kassiert und wie er schon angekündigt hat, Kimura Trap, er kannte das. Der andere ist dann aber dadurch aufgrund der Verteidigung dann eben in die Triangle reingekommen. Sowas passiert, ja, mache ich selber auch gerne Triangle und wenn es einmal sitzt, dann ist es einfach schwierig. Wir sind trotzdem super stolz auf den Vova, der macht super Arbeit. Ich fast jeden Tag im Training, gibt selber auch Kurse und ja, der macht seinen Weg. Also da mache ich mir keine Sorgen und das heißt Nase abputzen und weitermachen. Ja. Morgen wieder ins Gym und dann geht's weiter. Und vielleicht einen Tag Pause und am Montag wieder. Dann danke ich euch auch für die Einschätzung und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Danke.